Das macht mir Spaß, die Leute zerbrechen zu sehen und zu wissen, dass nicht ich es bin. Manchmal braucht man das für sein Seelenheil. Das macht einfach Spaß. Jetzt erfahren wir, warum die meisten, ist das so, haben die meisten AAA-Games keine Seele? Kann man da von den meisten reden? Und vor allen Dingen, es ist immer so schwierig, was ist denn AAA-Game und was ist nicht AAA-Game? Das ist so, Also wir gucken mal, wir gucken mal. Ich bin bei AAA-Games überhaupt nicht auf dem Laufenden, muss ich zugeben. Ich spiele so selten, glaube ich, AAA-Games, dass ich mich inzwischen mehr bei Indie-Games auskenne. Das sollte mir zu denken geben. Aber Sims 2, Watch Dogs 1, das sind, glaube ich, Mass Effect 1, Far Cry 3. Ich glaube, das soll einfach jetzt schon, ich sehe jetzt schon, es läuft darauf hinaus, damals waren die Spiele liebevoller gestaltet. Ja, der letzte Mass Effect-Teil kam ja auch, das war ein Frühchen. Ja, ich glaube, der letzte Mass Effect-Teil war ein Frühchen. Die neuen Assassin's Creed-Teile, da streitet man sich auch drüber. Sims 4 oder die neuen Sims-Teile sind halt inzwischen sehr viel auf DLCs ausgelegt. Watch Dogs 1 hatte noch die Atmosphäre. Watch Dogs 2 war so Hello Fellow Kids. Watch Dogs 3 fand ich aber, Watch Dogs 3 war natürlich keine Watch Dogs 1 mehr, war nicht mehr so düster, war eher eine Mischung aus 1 und 2. Ich fand es aber ganz cool, weil es auch nicht zu lang war und zu vollgestopft, sondern man konnte es gut durchspielen. Es war trotzdem ganz nice. Der Take mit kein fester Protagonist war auch ganz cool, wobei ich verstehe, dass es manchen Leuten nicht gefällt. Far Cry 3 und 4 hängen sich viele auf. Ich fand Far Cry 5 immer noch sehr, sehr geil. Aber den letzten Far Cry, der hat mich einfach vom Setting nicht gecatcht, muss ich zugeben. Der letzte Far Cry hat mich nicht gekriegt, muss ich zugeben. Hätte ich gerne, aber irgendwie hat er mich nicht so erwischt. Ja, also, aber wir gucken mal rein. Ich glaube, Far Cry 5 war mein Lieblingsteil. Ich fand Far Cry 5 mega. Ja. Fand den Bösewicht in Watch Dogs Legion nicht so. Die Stimme war seltsam. Der hat sich immer angehört, als würde er telefonieren, ne? Auch wenn er normal geredet hat, immer so, als würde er das Telefon sprechen. Weird. Ich glaube, das war schiefgelaufen. Naja. So, let's go. The studios we loved. How can they make some of the greatest games of all time, then turn around and just make disappointment? Ich fand Watch Dogs Legion nicht so Den dritten Teil konnte man gut durchspielen. Und das war nicht so kacke und grindy und sonst irgendwas. Der zweite war fremdschämen die ganze Zeit. Also ich fand Legion gar nicht so kacke. Hat mir Spaß gemacht. Disappointment. It felt like the end of AAA. Aber ich glaube, da streiten sich die Elden Ring. Why is Elden Ring such a breath of fresh air when most other AAA games feel copy-pasted? And why did this game Weil die meisten Spiele copy-pasted sind, gerade wo er FIFA zeigt. Und Elden Ring, ich kenn's halt nur vom Zuschauen. Ich habe selber so gespielt. Much controversy. Elden Ring is game of the year? The game is You bastard, man. Sind wir ganz ehrlich? Das hier heißt aber nicht, dass er Elden Ring hasst. Das heißt nur, dass er Elden Ring spielt. Ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion bei Elden Ring. Weil du musst ja tausendmal scheitern, aber No-Hit-Run. Sag mal ganz ehrlich, ist das nicht der Typ, der die ganze Zeit die Speedruns macht und die ganzen Superruns und sowas? Du kannst doch nicht sagen, dass der das Spiel hasst. Der liebt das Spiel auf jeden Fall. Ich glaube sogar, niemand liebt das Spiel mehr als er. Obwohl das wahrscheinlich auch niemand so sehr hasst wie er. Der macht No-Hit-Runs. Ja, genau. Nicht nur. Der macht auch von diesen ganzen Souls-like-Dingern, oder? Doch, ich liebe das mehr als er. Nein, das ist illegal, die Meinung. To answer these questions, we first need to understand that when Elden Ring came out, the game defied everyone's expectation. Elden Ring sold 12 million copies in the first 2 weeks. Even Miyazaki, um das kurz zu erklären, ich habe Elden Ring auch, ja, aber ich habe es nie gespielt, weil das Spiele sind, die gucke ich mir einfach wahnsinnig gerne bei anderen an. Außer bei Holly, der zieht da durch. Da macht es ja keinen Spaß, der stirbt zu wenig. Nee, aber die gucke ich mir wahnsinnig gerne bei anderen an. Zum Beispiel bei Funk, wenn er zum 30. Mal gegen denselben Gegner kämpft. Ja, und dann langsam merkst du aber schon, wie die Fassade bröckelt von dem Humpfter, Bumpfter, Pflaumenmus, verdammter Ochsensaft. Ja, und dann fängt es aber langsam an, dann wird er wirklich langsam grantig. Das macht mir Spaß, die Leute zerbrechen zu sehen und zu wissen, dass nicht ich es bin. Manchmal braucht man das für sein Seelenheil. Das macht einfach Spaß. Aber ich bin ganz ehrlich, Elden Ring ist so das Souls-Game, wo ich mir überlege, das würde ich auch gerne mal spielen. Das würde ich einfach gerne mal ausprobieren. Aber dann vielleicht lieber ohne Chat, weil das Backseat-Gaming würde mich einfach... Ich glaube, das wäre mein schlimmster Endgegner. Und da kann ich nicht gegen anstinken, das geht aber nicht. Mastermind diese behind Elden Ring, tausendköpfige Hydra da unten. And to put the sales into context, Elden Ring at release was on pace to sell the same amount of copies as some of the best-selling open-world games of the last decade.
GTA 5, Skyrim und Breath of the Wild. I mean, if you really think about it, Elden Ring... Ja, aber bitte vergesst nicht, ja? EA hat gesagt, Singleplayer sind tot. Bitte vergesst das bitte nicht. Should not have been performing as well as these other games. Don't get me wrong, Elden Ring is an incredible game, but most FromSoft games are pretty niche and usually target a more hardcore and advanced player base. By nature, FromSoft games shouldn't sell as much as Zelda or GTA, but this time, Elden Ring did. Why? What was different about Elden Ring and what set it apart from other FromSoft games? Also Elden Ring, ich würde behaupten, Elden Ring macht nicht alles richtig, ja, von dem, was ich weiß, wie gesagt, dazu fehlt mir auch die Spielerfahrung, aber von dem, was ich gesehen habe, macht es nicht unbedingt alles richtig, aber Elden Ring trifft vor allen Dingen ein Wort, glaube ich, gut, es ist epochal, es ist wirklich epochal in sehr vielen Belangen, sehr, sehr vielen und vor allen Dingen, in einer Zeit, wo alle Spiele dir einfach eine Grindlist, und das hatten wir vorhin schon bei dem anderen Video, dir eine Grindlist rausrotzen, also eine To-Do-List, die haben so eine Einkaufsliste, was du alles zu erledigen hast. Geh dahin, sammel 1000 Kisten, bla bla bla. Nur dann, du musst 1000 Kisten sammeln, dann kannst du vielleicht ein Upgrade machen, wenn du genug Ressourcen hast, dann kannst du da was machen, dann kannst du da was machen, erst dann kommst du da weiter, bla bla bla. In einer Zeit, wo das halt passiert, ist ein Elden Ring, wo du nicht an die Hand genommen wirst, wo du einfach spielerisch alles erkunden kannst und es gibt vielleicht Orte, da kommst du noch nicht weiter, weil du einfach die ganze Zeit auf die Fresse kriegst und entweder machst du 1000 Kämpfe und gewinnst irgendwann und dann, ja, und hast du dieses unglaubliche Gefühl, das accomplished zu haben, dass der Gegner tot ist, oder du gehst erstmal woanders hin und grindest vielleicht ein bisschen und kämpfst ein bisschen hier und da dann hast du ein bisschen hochgelevelt, dann ist der Kampf aber ein bisschen leichter und, ne, also das macht, ich verstehe das schon, diesen Appeal verstehe ich schon sehr, sehr, sehr. Und die Kämpfe sollen wohl auch sehr satisfying sein. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo die Kämpfe, also Valhalla zum Beispiel, die Kämpfe sind eher, sie sind halt drin. Ausweichen, zuschlagen, ausweichen, zuschlagen, ausweichen, zuschlagen. Oder du hast aber zwei Speere, tot. The answer? Nothing really. Yes, Elden Ring was open world, so unlike other Souls games, you could avoid certain bosses and areas. Yes, the lore was some of the best. Ich glaube, Entschuldigung, wenn ich schon unterbreche, ich glaube, was Elden Ring auch richtig macht, es versucht nicht allen zu gefallen. Ja, und viele Spiele, die irgendwie geil laufen, und dann soll der nächste Teil aber der Allgemeinheit gefallen. Ich glaube, WoW ist daran auch gescheitert irgendwie. Also gescheitert, ihr wisst, was ich meine. Na, also hatte dadurch irgendwie einen Fall. Wenn man denkt, man will die Spiele der Allgemeinheit mehr öffnen. Und wenn man etwas für die Allgemeinheit, wenn man die Dinge für die Allgemeinheit entwickelt oder Spiele für die Allgemeinheit macht, dann sind sie einfach wie alle anderen Spiele für die Allgemeinheit. Und zwar sehr allgemein, zu leicht, zu austauschbar, zu viel, was sie nicht sind. Genau, die sind einfach casual. Und das funktioniert, glaube ich, in den wenigsten Fällen. Und ich glaube, Spiele sollten aufhören, das zu probieren. Und ich weiß aber nicht genau, wann das gelernt wird bei Publishern. Weil ich glaube, die Entscheidung kommt nicht von den Entwicklern, sondern ich glaube, die kommt ein paar Etagen höher, dass man denkt, oh hey, wir müssen auch noch die Sims-Spiele ansprechen. Und das ist, glaube ich, ja, ist, glaube ich, keine gute Idee. I'd ever seen in the game. The world was so immersive that I don't think I could ever find everything in the mysterious world of the Lands Between. Seriously, Elden Ring is a masterpiece. Go play this game. But I would argue that almost every FromSoft game is a masterpiece too. And just like the other Souls games, Elden Ring still targets a hardcore player base, and the gameplay is still punishing as hell. So why then is Elden Ring capturing a much larger chunk of the gaming market? Weil Leute keinen Bock haben, wie Kinder behandelt zu werden, sondern weil Leute auch von Spielen ernst genommen werden wollen. There's a huge demand oder als Spieler auch ernst genommen werden wollen. Games. And not much of a supply. I mean, imagine you're at a restaurant and you have a hankering for some steak. But they're out of stock. All they have left is some burnt scraps of cooked steak they can shovel onto a plate, or you can get a delicious honey-baked ham with a sweet honey drizzle. So although you wanted a steak, you choose the honey-baked ham because the steak scraps just aren't edible. This is the AAA game market we are in right now. Millions of gamers looking at the piss-poor options, praying to Gabe, the god of Steam, to give them anything fun and exciting. It doesn't matter what genre, as long as it's good. Just give us something edible. Aber auch hier wieder, das Video geht AAA-Games. Wir dürfen aber nicht vergessen, das sieht man, ja doch, sieht man hier ein bisschen schon. Es gibt auch mehr als genug Indie-Games da draußen. Wobei es da schwieriger ist, die guten zu finden, weil der Indie-Markt so überlaufen ist. Es kommen täglich so viele Indie-Games raus. Es ist, weil, und das ist was Gutes und was Schlechtes, jeder kann heute ein Spiel machen. Das ist gut,
weil jeder heute ein Spiel machen kann und das ist schlecht, weil jeder heute immer ein Spiel machen kann. Ja. And satisfying. So when Elden Ring came out, Just Cause 3, warte mal, Just Cause 3 für $3. Wenn ihr Just Cause 3 noch nicht gespielt habt, ganz ehrlich, für $3, das ist so ein Schnapper, Just Cause 3 hat so viel Spaß gemacht. Ich finde, Just Cause 3 hat viel mehr Spaß gemacht als Just Cause 4. Aber persönliche Meinung. Just Cause 4 hat mich auch nicht mehr so gefangen, aber Just Cause 3, oh, so viel Fun gehabt. Für $3 ist das ein Something edible and satisfying. So when Elden Ring came out and the world saw how amazing this game was, people who were originally intimidated by Souls games looked at Elden Ring and said, screw it. Let's try it out. I got nothing else to play. So like the guy choosing the ham over the burnt steak, I would argue that Elden Ring's meteoric success is not only a byproduct of how good the game is, but because there's such a small supply of good AAA titles right now. Elden Ring really is the best option on the menu. However, like every industry, there will be people who hate or love something purely because of its popularity. And man, do we have a few in the gaming industry. But what's surprising this time, many of the people who hate Elden Ring are developers at other studios, infuriated by Elden Ring's success. Same developer who said, Elden Ring's UX is so bad that I can only imagine FromSoft's devs smoking at their desks and using CRT monitors. I guess these developers felt that the game violated certain tenets of game development, and by violating these rules of development, Elden Ring didn't deserve its success. Why would these devs be so angry about Elden Ring's success? Who cares if Elden Ring didn't follow the rules of game development? It's not like Elden Ring's success affects them. Well, mostly. I can see why developers at Guerrilla Games were upset. Elden Ring released only 1 week after Horizon Forbidden West, so you could say that Elden Ring overshadowed the hype around Horizon. So Horizon Naja, weiß ich nicht. Also die hatten eine Woche Zeit, Horizon zu verkaufen und keiner wusste genau, wie Elden Ring letzten Endes wird. Das wurde eine Woche später verkauft. Und ich würde sagen, die erste Woche ist, glaube ich, die wichtigste Woche beim Sale. Also wie der erste Tag. Natürlich auch die erste Woche oder der erste Monat, klar, aber possibly didn't perform as expected. The reason is petty and in no way Elden Ring's fault, but at least I can see where the Guerrilla devs' frustration comes from. But why were Ubisoft devs so upset? None of their sales were affected by the release of Elden Ring. Now, remember, these were only a few people and not the whole studio. Ist ein From Game? Na gut, vielleicht irre ich mich da. Vielleicht wussten Leute, was mit Elden Ring wird. Vielleicht, wahrscheinlich habt ihr recht. Elden Ring. However, the response from gamers to not only these devs, but Ubisoft as a whole, showed us something really interesting. Gamers are tired of playing the same. Keine Ahnung, was da los ist gerade. We are tired of the formulaic nature of Ubisoft in most other AAA games. Sure, yeah. It has a satisfying shooter-looter game loop, the graphics are great, the mechanics are well-tuned and executed, and the story is acceptable. Bummer? Yeah! It's exactly the same as all other Ubisoft games. It's just another copy-paste. You see, when every user interface, every store, and every game looks relatively the same, we notice. It's like hotel art. Each piece of art is theoretically different, but... Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ja. Wir haben vorhin das Assassin's Creed-Interface gesehen und das sah halt aus wie das neue Siedler-Interface. Also es waren einfach nur... Kästen. Dunkle Kästen. Ohne irgendwas dran. Es war einfach nur... Boxen. But somehow feels and functions exactly the same. So when the first few Assassin's Creed games came out, they felt new and exciting. Running around the Holy Land of Rome, leaping off buildings, sneaking or hiding in hay bales, it was unique. But now I can barely tell the difference between Assassin's Creed gameplay and every other Ubisoft game. Ubisoft thinks if they just change the era and location of each game, we won't notice. I mean, one has knives and one has guns, right? But just like hotel art, they may look different, they don't feel any different. It's the same game with a new coat of paint. This reason is why Ubisoft devs reacted the way they did. They have been taught that to make a successful game, you need to follow a formula. So when a studio like FromSoft makes Elden Ring without the formula, and it's incredibly successful, it infuriates developers who have had their creativity restricted and pushed into a box. Now, these devs who criticized FromSoft should take full responsibility for what they said in a public forum. However, I also blame AAA studios like Ubisoft for forcing their teams to create unimaginative copycats of their previous 10 games. We can get mad at a few devs all we want, but the real problem comes from the Ubisoft's executives choosing to be formulaic. Also bei Entwicklern natürlich, wenn man öffentlich sowas sagt, ist natürlich immer schwierig. Aber vielleicht aus Entwicklersicht, wenn man halt 10 Jahre lang die gleichen Spiele rauschurnen muss irgendwann,
bist du vielleicht frustriert und dann kommt Elden Ring raus und macht dann 1000 Sachen anders, die dir einfach anders vorgesetzt wurden. Die, ne? Also nehmen wir mal die Map zum Beispiel. Du hast eine Map, da wird alles reingeklatscht, du musst alles ablaufen, alles upgrinden, wie gesagt, die Einkaufsliste. Und das wird so gesagt, das macht man jetzt so, das ist modern, macht das bitte auch so, pipapo. Und dann kommt Elden Ring, macht es genau umgekehrt und hat damit plötzlich einen Riesenerfolg. Vielleicht ist man dann einfach frustriert, dass es bei einem selber so kacke läuft und dann lässt man das vielleicht an Sachen aus, wo man vielleicht einfach das neidet eventuell. Nicht böse gemeint, sondern einfach so, oh Mann, ne, so an falscher Stelle lässt man es einfach aus. Weil man selber frustriert ist damit vielleicht. Das Hauspark Riechbrille. Oh ja, die Stinkbrille. Oh Gott, die habe ich noch. Die Nosulus Rift habe ich noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die ist in der Sammlung noch. Die ist aber gerade eingelagert. Nosulus Rift. Oh, die hat so widerlich gestunken. Oh, das war so ekelhaft. Oh, boy. Junge, Junge, Junge. Da war so richtig übles Furzgas drin. Und immer wenn im Spiel gefurzt wurde, hat die dann so einen Furz freigesetzt in der Riechbrille. Oh, Alter. Aber auch nur Furze, nichts anderes. Da gab es nur Furzgeruch. Ich wünschte, da wären noch andere Sachen wie Blumenduft oder irgendwas. Ja. Schön. War einfach ein Marketing-Gag. Kein Let's Play damit. Nein. Und ja, das heißt Nosulus Rift. Das war wirklich nur ein Marketing-Gag. Das war ziemlich geil. But the real problem comes from the Ubisoft's executives choosing to be formulaic. But why are the leaders of Ubisoft and other AAA studios hellbent on producing the same type of game? Why force your devs to work on the 100th Assassin's Creed when they want to work on something new and exciting? Weil Sicherheit. Du weißt, du machst damit Geld. Du weißt, die Leute kaufen das. Du weißt, du hast nicht unbedingt den größten Aufwand, weil die Engine ist schon da, die Techniken sind schon da, vielleicht die Bewegungen und so weiter. Du kannst viel von dem anderen Spiel nehmen. Kannst daraufhin in kürzerer Zeit eine riesige Welt entwerfen und die auch füllen, das geht schon. Ja, also gefüllt waren die Welten schon, auch wenn man sehr viel Fläche dazwischen hatte. Nicht mal unbedingt Gewinnmaximierung, sondern genau Risikominimierung. Einfach die Risikominimierung. Und die geht aber nicht auf, wenn du immer wieder das gleiche Game in neuen Klamotten raushaust. Alter Wein in neuen Schläuchen. Ich muss zugeben, ich mochte die letzten drei Assassin's Creed-Teile, aber ich verstehe, warum du beim dritten Teil irgendwann sagst so, oder warum du schon bei Origins irgendwann sagst, nach 50 Spielstunden, verstehe ich. Und dann werden die Verkaufszahlen irgendwann nach unten gehen. Das wird irgendwann passieren. Ja. Und wenn du versuchst, Risiko zu minimieren und dann eben generisch wirst, genau, siehe die Siedler, den neuen Siedlerteil, dann ruinierst du dir Spiele und dann ruinierst du dir einfach auch teilweise IPs, wenn du nicht aufpasst. The answer, stability and money. This may be obvious to everyone, yeah. But milking an IP over and over again is the easiest way to make money as an entertainment company. It's the reason why we've had a new Call of Duty 19 years in a row, and also why... Und ich möchte ganz kurz, oh, ist das hell, ich gehe mal zurück. Und ich möchte kurz festhalten, ich liebe gute Spielereien. Ja, wenn eine Spielereihe gut ist, finde ich das toll. Und wenn die eine Fortsetzung hat und die Story fortgeführt wird und die Story wieder fortgeführt wird und wieder fortgeführt wird und ich sehe, was mit der Welt und ihren Bewohnern passiert, finde ich das super nice. Aber wenn das irgendwann nur noch fortgeführt wird, aus dem Grund, nicht weil die Spieler das lieben oder weil das gut ankommt, sondern nur noch fortgeführt wegen eben Risikominimierung oder Gewinnmaximierung, dann ist das der falsche Ansatzpunkt. Außer bei FIFA offenbar, weil FIFA-Spieler sind, glaube ich, beratungsresistent oder denen ist es einfach egal. Die wollen einfach neue Packs kaufen, neue Pack-Openings und dann, ich glaube, da ist völlig Wurst. Ich finde das zum Beispiel gut, wenn du eine geile RPG-Reihe hast, Elder Scrolls zum Beispiel, ja, wir warten alle auf 6, aber Elder Scrolls geht halt konsequent die ganzen Ländereien einfach ab, pipapo, und überall passiert was und irgendwie hast du aber, die Story wird immer größer, die Geschichte wird groß, du hast ein riesiges Land, alles hängt irgendwie zusammen, du kennst die Namen teilweise, du kennst die anderen Länder teilweise, teilweise tauchen auch NPCs von damals auf oder vielleicht auch gar nicht oder nur in Büchern oder so, aber du bewegst dich da und die Welt wird ausgebaut. Die Welt wird immer weiter ausgebaut und du hast das Gefühl, du lebst mit der Welt. Ja, und wenn die Gründe aber irgendwann andere sind und es nicht mehr um die Welt geht, sondern vielleicht eher darum, ach, naja, die Spieler kaufen es ja eh, das ist gut, das können wir raushauen und wir machen dem mal was anderes, dann ist schwierig. Ich glaube, Fallout 4 hat ein bisschen das Problem. Fallout 4 wurde generischer, hat sich trotzdem gut verkauft, hat aber mehr Kritiken auf den Laden gerufen
Und dann haben sie den Online-Teil aus Fallout 4 rausgenommen und daraus Fallout 76 gemacht, was einen riesen Backlash gab. Und ich hoffe, man hat daraus gelernt. Hoffe ich. Ja. The reason why we've had a new Call of Duty 19 years in a row. Dragon Age macht das ganz gut. Dragon Age 2, ich erinnere nochmal dran, Copy-Paste-Maps und so, die hatten auch ihr Learning. Dragon Age 2 hat auch Backlash bekommen. Weil ich weiß nicht, warum das so früh rausgekommen ist. Ich weiß nicht, warum teilweise die Häuser oder wenn du irgendwo reingegangen bist, sah die Map halt drinnen so aus wie beim anderen Haus. Das war einfach 1:1, das war Copy-Paste überall. Den neuesten Dragon Age Inquisition muss ich noch spielen. Den bin ich euch noch schuldig. Dragon Age 2 war leider in einigen Aspekten enttäuschend und es hätte noch ein Jahr gebraucht. Oder zwei. Das wurde zu schnell rausgehauen. Und ich glaube, der Grund heißt EA. Ich glaube, das lag nicht an Bioshock, will ich mal sagen. BioWare. Und es kommt ja noch ein neuer Dragon Age-Teil raus und ich muss vor Inquisition unbedingt durchspielen. Komm, wir machen weiter. Let's go. And also why 2022's top 20 best-selling games are all existing IP or sequels, except for Elden Ring. Seriously, look at this. Elden Ring Minecraft. Is the only game on here that is a new IP. What's even more crazy about this list is that two of the top 20 games were Call of Duty games, and three of them were sports sequels, which are notorious for being the exact same as their predecessor. Das ist eine Sache, die kann ich nicht nachvollziehen. Warum Leute eben auch das 10. FIFA noch kaufen und das spielen. Ich verstehe, die haben Spaß dran und irgendwie, ne? Und mit allen Leuten, die das machen, rede ich auch gerne darüber und die wissen es selber nicht, die haben einfach Bock drauf. So, das ist immer das ist so die Standardantwort, die ich höre. Ich kann das nachvollziehen, ja. Aber keiner kann sich erklären, warum er das 10. FIFA gekauft hat und dann wieder die Packs kauft, wenn überhaupt. Ne? Und sowas. Das ist so, ja, ist wirklich wie neue Handys kaufen einfach. Jedes Jahr ein neues Handy. Mache ich auch nicht, aber Leute machen das halt. Vielleicht, weil andere das kaufen, willst du nicht hinterherhängen oder vielleicht mit denen spielen oder so, keine Ahnung. We can complain about these games being sold as copycats all we alle zwei Jahre könnte ich verstehen. Wenn du immer mal eins auslässt und dann ne, springst droves. Du mal, das verstehe ich. And for companies to come up with brand new games and IP is risky. So studios will make sequels. Geht drum, dass es neue Spieler in neuen Teams gibt und neuen Trikots, ist halt dumm, aber ist so. Ja, hätte man natürlich auch beim alten updaten können, ne, normalerweise. So, Games as a Service. Aber gut. For as long as possible, if we keep buying them. So I don't ever see studios not making sequels when we buy them year after year. That said, there is a negative effect on your brand when you don't release something new or innovative. Think about it. What is one of your favorite games? Remember when that game was released and how you felt about the developer of that game. Pretty good, right? Then think about that specific developer's most recent games. How do those new games compare with your favorite game? Ich habe gerade mal als Beispiel Skyrim genommen und bei den newest Games war schon. How do you feel about that developer now? Probably not great. For me, it was Blizzard and Warcraft 3. This game made Blizzard my favorite developer and I wouldn't allow a bad word to be said about them. But now, Blizzard has released cash grab after cash grab, not to mention everything else they have done. And I can't help but look at Blizzard with disappointment. A bad game happens sometimes. But Blizzard hasn't made a good game since 2016 with Overwatch. Not to mention they somehow butchered Warcraft 3 with the release of Reforged. I just can't imagine defending Blizzard anymore. The Blizzard brand has fallen from one of the greatest video game developers to a company that is compared to EA. But as we saw with Blizzard in the beginning, the opposite occurs when you release something new. Bei Blizzard ist das Problem, glaube ich, immer Bobby. Ich glaube, der ist das größte Problem, was Blizzard hat. Und den wird man, der sitzt einfach so fest, den kriegst du einfach nicht raus. It just blows people away, like Elden Ring. Gamers will have your back. Even if the game also nicht nur perfect. Auf jeden Fall, I mean, aber das Hauptproblem. One of the biggest controversies on YouTube, featuring the Act Man and Quantum TV. Is this guy made a video saying, like, Elden Ring sucks or something, and he hates everyone that... Oh, das ist Mois, den gucke ich gerne. Das ganze Quantum-Drama, ich hab's nur am Rande mitbekommen. Ich kann das aber, es ist einfach, ich kann das nicht ernst nehmen. Elden Ring. So Actman made a video about like the worst take in Elden Ring. The drama from these Elden Ring videos escalated to way more controversial stuff. Like oh, yeah. Bigotry, copyright, demonetization, and the Actman trending as the number one story on Twitter. But all this stemmed from arguments about Elden Ring. Why? Because FromSoft had gained some huge brownie points for releasing pure art. And like any extravagant piece of art, people will have visceral reactions, both positive and negative.
which is also why people get so angry when you change the story and lore of video games with TV shows like Halo or The Witcher. I mean, Witcher 3 was a beloved game and a piece of art to so many people. Not to mention... Ich wünschte, ja, vielleicht ein unbeliebter Take, ich wünschte, bei der Witcher-Serie wäre es genauso gewesen wie bei der Last of Us-Serie. Und ich weiß, Witcher ist nach dem Buch, ja, und Last of Us nach dem Spiel, aber ich wünschte trotzdem, dass die Game-Entwickler da vielleicht, die das Game entwickelt haben oder die Storys geschrieben haben vom Game, die guten Storys wie mit dem Baron und so, dass die den Daumen drauf gehabt hätten bei der Serie, wie bei Last of Us. Ich glaube, das wäre eine viel bessere Serie gewesen. Eine viel bessere. Witcher ist leider erste Staffel, ab der zweiten Staffel. Ja, aber naja. Witcher ist, glaube ich, schlimmer, wenn man die Bücher kennt. Vielleicht, wenn man weniger damit zu tun hat, ist es nicht ganz so wild. Aber Last of Us ist einfach, boah, ich liebe die Serie. Die Serie ist einfach so gut. Jede einzelne Folge bisher ist einfach wow. Also wirklich, wirklich geil gemacht. Immer auch ein geiler Abschnitt, immer geil dargestellt und immer ein Cliffhanger. Last of Us Serie, auch ohne das Spiel, funktioniert einfach komplett gut. Es ist so gut einfach. Und vor allen Dingen, was die Serie auch richtig macht, sie zeigt auch die Hintergrundgeschichten der Charaktere. Und es ist weniger eine Zombie-Serie, als eher eine menschliche Serie. Ich glaube, das macht den Unterschied. Und das macht auch den großen Unterschied zu Walking Dead, wo du einfach, ach hey, Staffel 7, oh, man trifft auf Menschen, die nicht nett sind. Und da sind wieder Zombies. Ach ja, cool. Das ist so, ne? Also Walking Dead ist einfach so gefühlt jede Staffel austauschbar mit den anderen Staffeln. Und gut, Last of Us gibt es bisher nur eine Staffel, aber es gibt bis jetzt erstaunlich sehr, sehr viel weniger, Viecher, also Klicker und sonst irgendwas. Kaum, so gut wie gar nicht und es fällt nicht mal auf. Das ist halt krass. Mention the comics. So when you mess up the- Kann man die Serie schauen, wenn man nur Teil 1 gespielt hat? Auf jeden Fall. Es wird auch momentan nur Teil 1 behandelt, wenn ich das richtig sehe. Wobei man schon ein bisschen kurz was, ich glaube, eine Szene war schon Vorstellung von Teil 2. Aber story and lore in the show, the community isn't toxic when they react negatively. They are passionately asking for you to respect that piece of art as they do. Now all this said, I don't just want to bash on AAA studios and walk away. True constructive criticism should have ideas for improvement, not just ranting. So if I had the opportunity to consult a AAA studio, I would suggest the Pareto principle to be applied company-wide. This principle, also known as the 80-20 rule, is the observation that roughly 80% of consequences come from 20% of causes. One company effectively applying this technique is Google. During my time at Google, I saw how they allowed their employees to spend 20% of their time working on something the individual thought would most benefit the company. Both Gmail and AdSense came from this practice, and the former made Google more than $54 billion just in 2022. A more applicable example is Fortnite. The original Fortnite concept was developed from an internal game jam put on by Epic Games. Although they don't strictly follow the 80-20 rule, a game jam is just one example of its application. Letting your team take time to work on new and innovative ideas. Just pure creativity with no deadlines. And creativity is the key to a company's longevity. You need to constantly innovate to stay alive. And it's what the AAA industry desperately needs right now. So how can we get more games like Elden Ring? AAA studios need to allocate 20% of all their resources to working on new and innovative games. No deadlines, no parameters, just pure creativity. Let your developers work part-time on something they are passionate about and be amazed at what they'll create. I'm not saying stop making sequels. As we saw, AAA studios make a lot of money from sequels. Finde ich sehr, sehr gut. Wenn du die Leute nicht nur am Hamsterrad arbeiten lässt, ja, wo die sich dann vielleicht etwas kaputt arbeiten oder was, oder halt einfach nur eben in dieses Hamsterrad reinkommen und jegliche Kreativität und jegliche Passion dabei auf der Strecke bleibt, weil du nur abliefern musst, ist keine gute Idee. Wenn du Leuten aber Freiheiten lässt, sich selbst zu verwirklichen und vielleicht mal Sachen auszuprobieren oder vielleicht mal auch eigene Ideen irgendwie einzubringen oder einzuarbeiten, dann kriegst du am Ende vielleicht noch, das muss ja nicht alles geil sein, ja, um Gottes Willen, aber vielleicht hast du einfach nochmal anderen Input oder andere Ideen, die vielleicht so gut funktionieren, dass die halt mit zum Erfolgsgarant werden oder Teil vom Spiel halt. Oder Teil der Software, muss ja nicht nur bei Gaming sein, kann bei allem anderen sein. Ja. Sequels aren't always a bad thing. I'm stoked. Wichtig auch. Ich glaube auch sehr wichtig für die Mitarbeitermotivation. Sehr, sehr wichtig. Night 2 and I pray for a Warcraft 4.
However, for AAA studios to be profitable while garnering the love and support of the gaming community, AAA studios should look at Elden Ring as an example to stop making formulaic games while applying Pareto's principle to let their developers conceptualize and build masterpieces we all will appreciate, like Elden Ring. Das müsstest du als Chef, aber auch den Besitzern erklären können, warum das wichtig ist. Weil es viel wichtiger ist, motivierte Arbeiter zu haben, als Leute, die einfach nur zur Arbeit kommen, um ihren Tag abzusitzen. Die dann vielleicht 100% der Arbeitszeit mit 30% der Arbeit füllen, weil sie vielleicht sich ablenken lassen, irgendwas anderes machen, einfach so ein bisschen vor sich hin lüdeln. Das ist jetzt keine Unterstellung, um Gottes Willen, ne? Sondern die Mitarbeiter vielleicht auch mit anderen Sachen motivieren. Eventuell. Das muss nicht nur mit Freizeit sein oder selber mal was ausprobieren, sondern vielleicht auch mit irgendwelchen Mitarbeiteraktionen, ja. Nicht aufgezwungen, sondern einfach Leute versuchen, ein bisschen zu motivieren und einfach Bock drauf zu haben, das zu machen. Ja, so eine Work-Life-Balance, genau. Weil ich glaube, dass Mitarbeiter, die motiviert sind, einfach viel leistungsfähiger sind, weil sie selber Bock drauf haben, das zu machen. Glaube ich. Also zumindest ich funktioniere so. Wenn ich irgendwo upgrinden müsste, einfach nur so vor mich hin, hätte ich gar keinen Bock drauf. Wenn ich gar keine Kreativität und nichts einbringen kann oder sonst irgendwas oder mich nicht ausleben kann in manchen Sachen und da einfach nur beschnitten werde, dann habe ich da keinen Bock drauf und dann gehe ich einfach nur noch dahin, um Geld zu verdienen. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, stehst du plötzlich mit der Kippe in der Raucherecke und quatscht auch mal mit Mitarbeitern. Oder holst einfach am Tag 4 Kaffee oder 5 oder 6. Einfach nur, weil du in die Kaffeeküche gehst. Und dann hast du halt plötzlich, ein Team, das aus 1000 Leuten besteht und das irgendeinem Grund so produktiv ist, wie das 300er Team von dem Indie-Entwickler, von dem anderen Entwickler da drüben. Thanks sagt to everyone sich leicht, our Discord ja, sagt sich leicht, aber finde ich gar nicht so unwichtig. Indie Game, our community voted as their favorite for this video was Pan, danke für den Raid! Made by Hidden Layer Herzlich willkommen, Games. hallo! It's a platform game and it's currently being sold on multiple platforms. So go check it out and join our Discord to let us know what game we should feature next. Das war also, warum die meisten AAA-Spiele keine Seele haben. Und ich muss zugeben, das, was er gesagt hat, also hat sich vor allen Dingen mit Elden Ring aufgehalten, was sehr viel Seele hat, so als Gegenbeispiel einfach. Offenbar gab es nicht sehr viel mehr Gegenbeispiele, aber gerade am Ende mit den Indie-Games und so. Ich finde, Indie-Games sind ein sehr gutes Beispiel, dass Spiele noch durchaus Seele haben können. Und Leute, die einfach Bock und Motivation und Liebe für das Genre haben und diese Liebe entsprechend auch umsetzen können in Spielen. Und das ist, glaube ich, zurzeit so sehr der Fall, wie es noch nie zuvor war.